Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend. Es ist wieder soweit Showtime mit Sebastian Bonmehner und Gerald Groß. Topquote am vergangenen Sonntag. Da haben wir über Salzburg diskutiert. Werden wir heute auch noch machen. Aber wir starten heute mit Herbert Kickl. War ja vorher gerade bei uns im Studio und hat wieder den einen oder anderen Saga rausgehaut. Vielleicht einmal ganz generell gesprochen, Sebastian. Merkst du ein bisschen eine Veränderung in der Tonalität des Herbert Kickl bei seinen letzten Auftritten? Es hatte schon bei der Aschermittwochsrede begonnen, wo manche gesagt haben, Beobachter, naja, der nimmt sich ein bisschen zurück. Siehst du das auch oder siehst du ihn nach wie vor als Radikalinski, wie du ihn, glaube ich, immer wieder bezeichnest? Ich habe schon das Gefühl, dass Herbert Kickl jetzt die extremen Sager und Positionen mehr und mehr delegiert an andere Menschen. Also was mir auffällt, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt mit harten Aussagen daherkommen, ob das jetzt aus der Steiermark ist, wo ja Mario Kunasek der Vorsitzende ist, oder ob das aus anderen Bundesländern ist, wo jetzt alle möglichen Mandatare, Abgeordnete verhaltensauffällig werden, meiner Meinung nach, und sich in einer Art und Weise äußern, die wir sonst in der Vergangenheit eher von Herbert Kickl gehört haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Taktik dahinter steckt, dass man sagt, Herbert Kickl, der ja quasi zur ultimativen Projektionsfläche der ÖVP und von allen auch Medien geworden ist, das System Kickl, besonders radikal, besonders scharf, besonders untergriffig, wird jetzt abgemildert, indem er es nicht mehr macht, sondern indem er andere Leute das machen lässt. Könnte ich mir vorstellen, wissen wir aber nicht. Jedenfalls beobachte ich das auch und ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass die FPÖ in den letzten Wochen auf einmal von ihrem Erfolgskurs abkommt. Also wir haben das gesehen in den Umfragen zur EU-Wahl, wo Harald Wilimski von manchen NATO-Harry genannt oder Champagner-Harry oder Taser-Harry, gibt es viele Spitznamen für diesen Kandidaten, dass der jetzt in den Umfragen nicht mehr so auf dem Level ist, auf dem Herbert Kickl bei den Nationalratswahl-Umfragen ist. Wir haben es gesehen in Salzburg, darüber werden wir nachher noch sprechen. Das muss ja unglaublich enttäuschend gewesen sein für die FPÖ in der Salzburg-Stadt, dass da nur irgendwie 3% zugelegt wurde, obwohl die ÖVP fast 20 verloren hat. Also ich glaube, es gibt immer mehr Indizien, die darauf hinweisen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Herbert Kickl, der immer ein ganz besonderes Sensorium dafür gehabt hat, was für Stimmungslagen es in der Bevölkerung gibt, dass dem das nicht quasi auffällt, wenn in der Bevölkerung immer mehr Menschen die Nase rümpfen und sagen, ich kann zwar manche Positionen der FPÖ teilen und er hat schon mitunter mit manchen Fragen, die er stellt, recht. Und das sage ich auch übrigens. Und ich bin kein Fan von Herbert Kickl. Die FPÖ und Herbert Kickl haben mit manchen Fragen, die sie stellen und mit manchen Kritiken, die sie äußern, vollkommen recht. Aber die Tonalität ist vollkommen jenseitig. Die Ableitungen, die sie daraus treffen, sind absolut nicht zielführend. Also das ist die große Kritik, die manche Leute, glaube ich, immer öfter auch äußern und die sagen, wenn ich mich entscheiden muss zwischen jemandem, der die richtigen Fragen stellt, aber die falschen Antworten gibt und jemandem, der vielleicht sehr spät, aber Gott sei Dank jetzt wenigstens draufkommt, dass wir im Migrationsbereich oder in anderen Bereichen tatsächlich einen Handlungsbedarf haben, dann entscheide ich mich am Schluss doch eher für den konstruktiven Weg. Und zwar warum? Weil die Österreicherinnen und Österreicher, und das macht sie so einem liebe, geliebten Volk, dass so viele Menschen aus Deutschland und anderen Ländern sagen, die Österreicherinnen und Österreicher, die mögen wir. Weil die sind gemütlich, die sind pragmatisch, die sind verlässlich, das sind ehrliche Leute. Und ich glaube, so wütend und enttäuscht viele Menschen auch sein mögen, zu Recht aufgrund der Politik der letzten Jahre, anzünden wollen sie unser Land halt am Schluss doch nicht. Und angreifen wollen sie unsere Demokratie am Schluss doch nicht. Und deswegen glaube ich, dass Herbert Kickl, und das habe ich schon vor Monaten gesagt, mit der bestehenden Taktik bei den nächsten Wahlen nicht diese 30%, sondern eher 25-26% reißen wird. Mhm. Ist der Höhenflug des Herbert Kickl einmal vorüber in den Umfragen? Nein. Wir haben seit, glaube ich, verfestigt, seit 2 Monaten, Umfragen zwischen 26, 27 und die jüngste ist die INSA-Umfrage von gestern mit 31%. Und in dieser Range spielt sich die Freiheitliche Partei ab, mit Unschärfen. Da eine Umfrage hat ein 1000er-Sample, hat eine 2%ige Unschärfe drinnen, die andere, oder 4%ige, die andere ist ein 2000er-Sample, hat einen 4%igen Unterschied drin. Wir sehen Folgendes. Wir sehen, dass die Freiheitliche Partei stringent, konstant auf Platz 1 liegt. Wir können jetzt darüber diskutieren, sind es 26 oder 29%. Sie liegt auf Platz 1.
Und was wir auch relativ verfestigt sehen, Herr Dr. Bornmänner, das ist jetzt eine schmerzliche Nachricht für Sie. Ich hoffe, Sie sitzen gut. Die Sozialdemokratie liegt ganz verfestigt bei 20-21% auf Bundesebene. Und wenn ich mir die Salzburger Gemeinderatswahlergebnisse der Gemeinden, und zwar aller Salzburger Gemeinden, ansehe und auch des Salzburger Stadtwahlergebnisses, dann hat die Sozialdemokratie überall linear verloren. Und das trotz des verheißenen Karl Marx für Arme, Andreas Babler, der den Sieg des Proletariats über die Pfründe des Kapitals verkündet hat. Und das ausgerechnet in Salzburg. Das ausgerechnet in Salzburg die Kommunistische Partei Österreichs der Sozialdemokratie den Rang komplett abläuft. Ausgerechnet die Kommunistische Partei Salzburg den Grünen, ihren Freunden. Gestern haben sie, glaube ich, Schmusorge gehabt in der Steiermark mit Eleonore Gehrsler. Wir reden eh ausführlich über die Kampagne, aber bleiben wir beim den Rang abläuft, das würde mich, das würde mich als Freund der Grünen, der Kommunisten oder der Roten, also sie sind das rot-rot-grüne Streifenhörnchen, ja viel nervöser machen, als ein freiheitlicher oder sogar konservativer sein kann. So, und zur zweiten Frage ist Herbert Kickl ruhiger geworden. Ich sage, jede Zeit hat ihre Botschaften. Wenn man den Gerald Groß, also mich, ja, bin noch nicht im Majestätsplural oder rede nicht in der dritten Person, wenn man mich vergleicht mit dem Gerald Groß in den 2005er Jahren oder in den 2008er Jahren, dann hat sich auch hier einiges ergeben. Und wenn man den Herbert Kickl unterscheidet mit dem Herbert Kickl zwischen 2005 und dann 2013 und 2015, dann ist der Herbert Kickl 2024 auch ein anderer geworden. Ob das eine Strategie ist, wie der Herr Dr. Bornmänner vermutet oder nicht, das weiß ich nicht. Warum? Weil ich in den Gehirnganglien des Herrn Kickl nicht spazieren gehe, auch wenn Sie mir anderes unterstellen. Aber ich habe ihn das letzte Mal vor 2,5 Jahren hier in dem Studio gesehen und beim Neujahrstreffen von der Weiten auf 100 Meter. Also, so. Also das weiß ich nicht, ob es eine Strategie ist. Wenn es eine Strategie ist, das möchte ich Ihnen auch dazu sagen, dann ist es eine ziemlich gute. Und dann erinnert mich das frappant an das Jahr 1999, wo Jörg Haider, der ja massiv in den 90er Jahren auch sehr aggressiv und polarisierend quasi die politische Arena und das Tagesgeschäft beherrscht hat und sich dann einigermaßen zurückgezogen hat und auch staatstragender gewirkt hat. Das hat dann zur Folge gehabt, dass die Freiheitliche Partei zweitstärkste Kraft wurde mit 26,27%. Und genau in der Range liegt heute Herbert Kickl auch und er weiß, dass wenn die Freiheitliche Partei eine Volkspartei werden will, dann muss sie dem bürgerlichen Wähler, der ein sehr sensibler ist, das möchte ich bei der Gelegenheit sagen, der ist beim ersten Gegenwind ist der weg, muss sie den bei sich behalten. Ja, aber eine Freiheitliche Partei oder überhaupt eine Partei, die gewinnen will, muss halt viel richtig machen, sonst verliert sie wie die SPÖ oder die ÖVP. Dennoch hat man irgendwie das Gefühl, Kickl, 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 alle reden über Kickl. Die Parteien, die anderen sprechen über Kickl, die Medien sprechen über Kickl, die Kommentatoren sprechen über Kickl. Nützt Kickl diese, sag ich mal, Omnipräsenz im Endeffekt nicht, auch wenn vieles davon Kritik und vielleicht auch negative Schlagzeilen sind? Es gibt auf der einen Seite diesen Lugner-Effekt. So quasi, es ist wurscht, worüber gesprochen wird, Hauptsache es wird gesprochen. Davon hat Richard Lugner ja sehr viel profitiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten und hat eben gesagt, Hauptsache Publicity, egal welche. Und das mag im Marketing in manchen Bereichen auch stimmen. Ich glaube, bei der Politik ist es nicht so. Ich glaube, dass es sehr wohl ein Unterschied ist, ob man rund um die Uhr über einen berichtet, weil er ein Korrupter ist oder weil er im Verdacht steht, korrupt zu sein, oder ob er jemand ist, weil er quasi der große Freiheitsheld ist. Was wir in den letzten Tagen eher erlebt haben, ist die neu geschürte Angst vom Kommunismus. Und ich höre überall nur Dankel, Dankel, Dankel und nicht Kickl, Kickl, Kickl. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass halt jetzt die ÖVP oft plötzlich mehr Angst vom Kommunismus als vor der extremen Rechte hat, zeitweise. Das ist, glaube ich, relativ austauschbar. Also ja, Herbert Kickl hat in den letzten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, das hat ihm auch sehr genutzt. Ich glaube, das ist der klassische Haider-Effekt. Man hat ja Haider auch dämonisiert bis zu einem gewissen Grad zu Recht kritisiert, aber auf jeden Fall gehypt bis zum geht nicht mehr. Und ähnlich wie das bei einschlägigen Rechtsextremen wie Martin Sellner der Fall ist, die ja auch hochgeschrieben werden, weil sie Titelseiten bekommen, immer mehr erwähnt werden und es ihnen wahnsinnig nutzt und das auch Teil ihrer Provokationsstrategie ist,
ist es eine Möglichkeit für Herbert Kickl geworden, immer Teil des Gesprächs zu sein. Das hat den Markenkern auf jeden Fall geschärft, aber ich habe schon das Gefühl, dass er jetzt langsam versteht, dass die Notwendigkeit, da wieder abzumildern und quasi Kanten zu schleifen, größer wird, je näher der Wahltag kommt. Deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten Monaten eine andere Form von Herbert Kickl erleben werden, obgleich mit Harald Wilimski und anderen Abgeordneten und auch Landesparteiobleuten genügend Leute da sind, die bereitwillig den Scharfmacher machen, um dieses angriffige und ich finde auch oftmals untergriffige Profil der FPÖ weiterhin im öffentlichen Diskurs zu haben. Nur er persönlich muss bis zu einem gewissen Grad, wenn er möchte, dass irgendwer mit ihm zusammenarbeitet, weil er kann auch 30% haben, aber das glauben ja nicht einmal Sie mehr inzwischen, Herr Groß, aber wenn er 26, 27, 28% hat, selbst wenn er stimmenstärkster ist, es wird niemand mit ihm arbeiten wollen, weil die Leute sagen, entschuldige, mit so einem Typen wollen wir nichts zu tun haben und schon gar nicht wollen wir ihn an der Spitze unserer Regierung haben. Und ich glaube, er hat verstanden, dass es so nicht weitergeht und versucht wahrscheinlich, aber wie gesagt, das ist eine Mutmaßung, seine Taktik jetzt zu ändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass die Freiheitliche Partei vor dem Problem steht, dass sie jetzt gerade in Salzburg, und deswegen ist diese Salzburger Wahl für mich so wichtig, und deswegen ist gut, dass wir noch darüber sprechen, weil sie erkannt hat, die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler, die Marlene Swatzek mit einer sehr zurückhaltenden Tonalität, mit einer sehr verbindlichen Tonalität, wo du das Gefühl hattest, die ist eh schon Teil der ÖVP, damit hat sie in Salzburg super punkten können. Aber der neue Kandidat der FPÖ in Salzburg-Stadt, von dem ich in Interviews mich erinnern glaube zu können, dass er gesagt hat, ja, das stimmt, wir haben bei 90% der Anträge in der Vergangenheit zugestimmt als FPÖ in Salzburg, aber das war ja nicht ich, weil ich habe die Partei erst vor ein paar Monaten übernommen, also quasi Kindesweglegung auf der anderen Seite und gleichzeitig aber sehr radikal in seinen Formulierungen meiner Meinung nach auftritt, das scheint ganz viele Menschen in Salzburg-Stadt abgeschreckt zu haben. Und wahrscheinlich kommt auch noch dazu, dass sie jetzt in den letzten Monaten negative Erfahrungen mit Marlene Swatzek gemacht haben, weil die haben sie eigentlich gewählt, für ihr Versprechen es anders machen zu wollen und haben dann teure Dienstwegen, mehr Politikergehälter, mehr Parteienförderung und lauter Enttäuschungen bekommen. Da verstehe ich die Menschen, die sagen, also die FPÖ werde ich für meine Protestwahl in Zukunft nicht mehr wählen. Wenn es einen Dankel auf Bundesebene geben sollte oder wenn Andi Babler es schafft, sein kantiges, linke und meiner Meinung nach vollkommen richtiges Profil weiter zu schärfen in den nächsten Monaten, dann garantiere ich dir, wird er Proteststimmen aus der FPÖ zurückholen. Mhm. Bitte, Gerald. Er ist so lustig, das ist so pfiffig. Ja, schön, dass Nein, wie er es so probiert, so leicht hinterhältig, aber so komplett durchschaubar, für jeden im Publikum leicht durchschaubar. Also wenn er von der KPÖ spricht, spricht er von den Kommunisten, wenn er von Kickl spricht, von den Extremrechten oder von den Rechtsextremen. Ihm würde niemals über die Lippen kommen, bei einem Kommunismus, der 100 Millionen Tote auf der Welt verursacht hat, über Linksextreme zu sprechen. Nein, das framet er ganz richtig. Das sind für ihn die ganz kleinen, zarten Kommunistchen, das sind ganz herzige Gestalten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, was abwiegend ist, redet er von den großen Dienstwagen. Der Dienstwagen von der Marlene Swatzek kostet weniger als sein Privatauto. Das ist nämlich nur die bessere Geschichte und er redet vom großen Dienstwagen. Und hofft so, dass sein Gift, seine Impfung von Gift, das Toxische, schon schön langsam sich wie der Nebel in London im November verbreitet und überall hineinkriegt in die Knochen. Es funktioniert noch nicht. Herr Versuchen Sie, Dr. Marlene, mich anzugreifen. Nein, ich vergreife Sie nicht an. Sie lügen nur ständig. Das Problem ist, dass Sie in Wahrheit sich hierher setzen, mit unklagbaren Unwahrheiten argumentieren, okay. Daher auch regelmäßig Klagen bekommen, so. Regelmäßig diese auch verlieren, das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen, aber eure Gehaltskasse ist offenbar so voll, dass ihr denn seine Blödheiten vor Gericht mit abdeckt, sei es drum, free, feel free, bei mir habt ihr noch nie ein Problem gehabt, aber so, und dann kommt er noch dazu, und dann kommt er am Schluss noch dazu, das finde ich besonders lustig, und die Freiheitliche Partei hat in Salzburg verloren. Und sagt aber nicht dazu, dass die Freiheitliche Partei im gesamten Bundesland Salzburg 4% dazugewonnen hat, mehr um 0,2% mehr, als die gesamte KPÖ in Salzburg Einfluss hat. Das muss man sich vorstellen. Die stärkste Partei in Salzburg bei 47% bei den Gemeinderatswahlen ist die Österreichische Volkspartei. Na, so hinig möchte ich auch mal sein. Die zweitstärkste ist die Sozialdemokratie, hat ordentlich verloren unter seinem Freund und Genossen, Bougie-Bougie-Freund, dem Jägermeister aus Dreiskirchen, Babler. Die Freiheitliche Partei hat als einzige Partei, neben den Kommunisten, die 3% gewonnen haben, landesweit, 4% gewonnen, 4% und 80 Gemeinderäte. Na, so verlieren möchte ich einmal. Aber wissen Sie was, Herr Dr. Bornmänner? Sie reden ja immer davon, Sie kennen sich bei Wahlen aus. Der Marlene Swatzek, ihr Zugewinn in Salzburg war höher
als das von Ihnen verantwortete Wahlergebnis der Liste Pilz. Das muss man auch mal zusammenbringen, allein dazu gewinnen. Daher würde ich sagen, am flachen Land hat die Freiheitliche Partei gewonnen. In Salzburg, ja, da hat es ein Problem gegeben. Erstens Spitzenkandidat 3 Monate vorher in die Arena geschickt. Heute für kontraproduktiv, halte ich für ein riskantes Manöver, das schief gehen kann. Der hat sich tapfer geschlagen, hat 3% dazu gewonnen. Gut, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber wir haben gesehen, das haben wir gesehen, dass bei Persönlichkeitswahlen der seit 3-4 Jahren agierende, sich in Lumpen hüllende Herr Dankl, der in einer Eigentumswohnung lebt, in einer fetten, aber halt sagt, er spendet alles, offenbar mehr zieht an der linkspopulistischen Seite als der sogenannte Rechtspopulismus der Freiheitlichen. Nur daraus den Rückschluss zu ziehen, dass der Gemeinderat Dankl, der jetzt der Vizebürgermeister Dankl wird und gleichzeitig Landtagsabgeordneter Dankl wird, dann auch noch der Nationalratsspitzenkandidat Dankl wird, dann haben wir es mit einem Vierfach-Schizophrenen zu tun. Vor allem, ich frage mich, wie du mit 4 Gehältern dir die Eigentumswohnung finanzierst. Also, noch einmal, wir haben 2 Eintagsfliegen gesehen, das ist Graz, wir haben jetzt eine Eintagsfliege gesehen, das ist Salzburg. Noch erfolgreicher als im Übrigen Frau K. und Herr Dankl war Ernest Kaltenegger, das war wirklich ein erfolgreicher Kommunist. Und selbst unter den Kommunisten mit Ernst Kaltenegger ist es ihnen im Bund nicht gelungen, in den Nationalrat einzuziehen. Gerald hat irgendwie einen angefressen an den Kommunisten, weil er weicht immer aus beim Kickl. Aber zur Kappe, wir reden ausführlich über die Kappe. Aber er hat Salzburg gesprochen. Wir reden ausführlich. Ich möchte nur noch, du kannst dich dann auch zur Kappe äußern. Ich möchte gerne noch im ersten Teil beim Kickl bleiben. Okay, bleiben wir beim Kickl. Und noch einmal zurückgehen zum Kickl und auch zu dem, was zuletzt auch immer mehr Beobachter geschrieben und auch gesagt haben, dass Kickl in gewissen Bereichen Haider kopiert. Wie viel Haider steckt denn in Kickl? Kein Prozent. Sage ich ganz ehrlich. Also Herbert Kickl ist eine ganz andere Persönlichkeit als Jörg Haider. Es gibt politische Strategien und politische Mechanismen, die in den 90er Jahren dieselben sind wie im Jahr 2024. Es gibt die gleiche Freiheitliche Partei. Aber von ihrer Persönlichkeit her sind sie grundunterschiedlich. Grundunterschiedlich. Herbert Kickl ist für mich eine sehr asketische Erscheinung, eine sehr ruhige Erscheinung. Zwar in seinen Auftritten sehr polarisierend, beinhart, messerscharf, wie er seziert, aber dann doch ruhig und fast jesuitisch, würde ich sagen. Ja, ist er. Man sieht es ihm auch an. Der ist seit 30 Jahren kraxelt er in die Berge um und um, ist ein Bergkletterer, ist ein Sportler. Jörg Haider war auch Sportler, aber Jörg Haider war schillernd. Der war viel, ich würde jetzt nicht sagen, in den Facetten viel unterschiedlicher. Herbert Kickl ist auch sehr in seiner politischen Kommunikation sehr trocken, sehr straight, sehr auf den Punkt gebracht. Jörg Haider war sehr zynisch. Auch ein Unterschied. Jörg Haider hast du zynische Bemerkungen entlocken können. Also da gibt es einen massiven Unterschied zwischen beiden. Noch einmal, aber auch dazu gehört gesagt, jede Zeit nicht ihre eigene Botschaft, sondern jede Zeit auch ihre eigene Person. Und das ist relativ spannend, wo du den Unterschied durchaus siehst. Im Übrigen, es gibt auch keinen Unterschied, es gibt auch keine Verbindungsfäden aus meiner Sicht zwischen Kickl und Strache. Das sehe ich. In Strache habe ich mehr die Haider-Kopie gesehen, als ich sie in Kickl sehen würde. Also kopieren tut er nicht. Der ist, das muss ich ihm sagen, sehr authentisch. Das kann ihm jetzt gefallen oder nicht. Entschuldige, ist Geschmackssache. Aber wenn du den Kickl anschaust, wenn du ihm zuhörst, weißt du, was du bekommst. Das, was er sagt, das hält er, aus meiner Sicht. Ist das so, Sebastian? Ist Kickl sozusagen hält, was er verspricht, sozusagen? Das ist ja die Message. Er bekommt offensichtlich nicht die Jörg Haider-Medaille verliehen. Das ist ja schon mal das erste Interessante, was wir. Wir haben gesagt, kein Prozent Haider in Kickl. Warum sollte er dann die Jörg Haider-Gedächtnismedaille bekommen? Aber bleiben wir dabei. Für mich ist einfach wichtig, Herr Gross, Sie zeigen da etwas, was für mich auch Harald Wilimski in den letzten Tagen gezeigt hat. Die Nervosität der Freiheitlichen steigt. Ich kritisiere Marlene Zwarzak für ihre Politik. Sie greifen mich persönlich an. Ich kritisiere Harald Wilimski für seine Politik, Sie greifen mich persönlich an. Das ist immer das gleiche Muster. Harald Wilimski hat sich jetzt abfällig über Beate Meinl-Reisinger geäußert, über ihr Aussehen, was ich wirklich widerwärtig finde. Aber das ist genau das Gleiche, was Sie machen. Sie reden nicht über die Politik der KPÖ in Graz, weil die Pipi fein ist. Sie reden über die Zähne von der LKK. Das ist genau das. Sie reden nicht über die richtige Politik des Kai Michael Dankl.
Sie reden über die Art, wie er wohnt. Wissen wir, wie Marlene Swatzek wohnt? Nein. Interessiert es uns? Völlig blunzen. Also ich bitte Sie, und das würde ich mir auch für den Wahlkampf wünschen von der FPÖ, und das ist das, wo du auch Ihre Nervosität erkennen kannst, und das zeigt, dass es bergab geht und nicht bergauf. Weil wenn man bergauf geht, dann kann man ruhig bleiben. Wenn man aber bei jeder einzelnen sachlichen Kritik untergriffig werden muss, dann scheint die Nervosität hoch zu sein. Das haben wir ja schon beim letzten Wahlsonntag gesehen, also vor 2 Tagen, wo mich dann viele Menschen auf der Straße angesprochen haben, zuletzt gestern in der Steiermark, die gemeint haben, was ist denn da passiert am Sonntag? Nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen FPÖ-nahen Kommentatoren, die offensichtlich so in Saft gegangen sind, angesichts des Ergebnisses in Salzburg, offensichtlich wurde da was getriggert. Und ich glaube, das, was getriggert wurde, werden wir gleich im nächsten Einstieg reden, aber das, was getriggert wurde, ist, die merken, oh je, die Wütenden, die Frustrierten, die Verzweifelten wählen jetzt nicht mehr automatisch die FPÖ, die sind auch bereit, die KPÖ zu wählen. Oder wie in Hallein, das unterschlagen sie nämlich, die zweitgrößte Stadt in Salzburg, wo der SPÖ-Bürgermeister aus dem Stand 15% zugelegt hat und sich die Absolute zurückgeholt hat. Nein, ich meine nur, sie tun immer so, als wäre das alles nicht. Nein, die Realität ist, die Menschen haben den Extremismus satt und wollen jetzt wieder. Herr Dr. Bornmähner, ich lebe nach dem Motto Aug um Aug, Zahn um Zahn. Wenn Sie die Diskussion heute einleiten mit den Wörtern Champagner-Hari, NATO-Hari, Tesa-Hari und quasi Harald Wilimski in seinem Namen verunglimpfen, nur dazu mit NATO, würde mir bei Harald Wilimski nichts einfallen. Kann ich Ihnen gerne erklären nachher? Sie können nein, gegen die Wand reden. NATO kann nein, ich Ihnen erklären. Schauen Sie, Sie können es gegen die Wand reden. Um mir dann vorzuwerfen, dass ich Ihnen ein bisschen das Härchen krümme rhetorisch. Na, habe ich Sie angegriffen oder einen Politiker? Puppel nehmen Sie eine Tasche durch. Jetzt ja, klar, ich meine, Sie sind ja wie die Magd, die vom Hofe gejagt worden ist. Wenn Sie hier drinnen in dem Studio sitzen, Herr Puppel, sind wir beide noch wenn Sie in dem Studio herinnen sitzen und klagbare Unwahrheiten sagen, wenn Sie in diesem Studio herinnen sitzen, hetzen und hassen, verunglimpfen, Herr Dr. Bornmähner, wenn Sie behaupten, dass der teure Dienstwagen von der Swatzek wahlentscheidend gewesen wäre, obwohl Sie wissen, dass Ihr Privatauto was hat mein mehr Privat, kostet. Bin ich Politiker? Herr Dr. Zahlt Bornmähner, mein Privatauto der Steuerzahler? Herr Dr. Nein, Bornmähner, Herr Groß. Herr Dr. Bornmähner, machen wir einen anderen Vergleich. Na genau, Vergleich. Der Dienstwagen von der Frau Swatzek kostet ein Drittel vom Dienstwagen des Herrn Kogler. Sind Sie jetzt einverstanden? Tut es jetzt weniger weh? Das machen wir. Das können Sie machen. Das nehme ich gerne. Ich recherchiere das. Recherchieren Sie es mal. Die Hybrid-Schachtel vom Was hat sie denn für einen Dienstwagen? Genau, was ist das jetzt da? BMW X5. Ja, was kostet der? Geleast mit einem Austria-Paket um 800 Euro. Ja, und was kostet der vom Kogler? Ein Vielfaches als E-Tron, Herr Dr. Bornmähner. 2.500 Euro? Locker, Herr Dr. Bornmähner. Noch dazu mit dem sogenannten Austria-Promille-Paket. Das muss man ja beim Werner Kogler dazu jetzt reden. Jetzt sind Sie schon wieder untergriffen. Aber es ist ja so. Ja, Herr Dr. Bornmähner, schauen Sie. Doch ähnlich aus, wissen Sie, ich weiß, dass es Ihnen wehtut, die Wahrheit zu sagen. Nein, Untergriffe tun mir weh. Aber ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Gehen wir zurück. Sie haben überhaupt keine Gefühle. Sie sind ein Opportunist. Nein. Wenn Sie in Hallein einen Konsumdialog machen, ist der Halleiner Bürgermeister der Beste. Wenn Sie in der Steiermark einen Konsumdialog machen, dann ist die Landesrätin die Beste. Ja, aber Sie sind in Wahrheit der Hand auf mit dem Opferstock jetzt, und sagen, vergelt's aber schauen Sie, jetzt greifen Sie mich schon wieder. Na ja, es ist ja so. Ich habe keinen einzigen Aufruf, ans Herr Publikum Groß, zahlt bei Bornmähner ein und ihr habt schauen Ruhe. Schauen Sie, mit keinem einzigen Wort habe ich Sie persönlich angegriffen. Ich habe mit Ihnen mit keinem einzigen Wort Ihr Gehalt angesprochen, Ihre Wohnung. Nein, jetzt Herr Dr. Bornmähner. Nein, Sie lassen mich jetzt ausreden. Können Herr Groß, Sie gerne. Mit keinem einzigen Sie Wort. Doch gegen die Wand reden. Herr Groß, mit keinem einzigen Wort habe ich Sie persönlich angegriffen. Mit keinem einzigen Wort. Ich habe den Spitzenkandidaten der Freiheitlichen Partei, der 1998, als die Freiheitliche Partei den NATO-Beitritt im Programm hat, nichts dagegen gesagt hat und deswegen NATO-Harry von manchen genannt wird. Den habe ich mir erlaubt zu kritisieren, weil er der Spitzenkandidat ist und weil er seit vielen, vielen Jahren von unserem Steuergeld lebt. Was machen Sie? Sie greifen mich persönlich an. Mich? Was habe ich damit zu tun? Ich darf doch als Bürger unsere Herrschenden, unsere Regierenden, die wir becken, darf ich doch wohl kritisieren, ohne dass ich mich persönlich angreifen lasse. Und dass Sie mir nachher unterstellen, und das ist wirklich eine Frechheit und eine Perfidie, sondergleichen, dass Sie dann mir unterstellen, ich wäre käuflich. Herr Groß, das haben Sie nicht notwendig. Herr Dr. Lassen wir das hier raus. Wissen Sie, so viele Menschen Herr sprechen Dr. auf der Straße an und sagen, ich finde euer Duell amüsant, aber der Rechtsextreme mit seinen persönlichen Untergriffen, den haben wir satt. Sir, und ich sage Ihnen was, ich habe es auch satt. Schauen Sie, ja, dann da ist die Tür. Aber Herr Dr. Bornmähner,
Da ist die Tür. Gut, okay, wir machen jetzt aber eine Pause, dann können Sie sich beruhigen und dann reden wir gleich weiter über die KPÖ. Kurze Werbepause. Herr Dr. Bornmähner, Sie sind kein vornehmer Mensch. Wenn Sie mich als Blatt ständig bezeichnen, rechtsextrem, rechtsradikal, fett, homosexuell. Ja, habe ich das immer, wir machen jetzt eine Werbepause, sind gleich wieder zurück. Ich habe Sie jemals als fett bezeichnet? Ja, natürlich. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, willkommen zurück bei Fellner Live. Sebastian Bornmähner und Gerald Gross. Ja, war ein bisschen ein hitziges Duell, wie wir es ja kennen, im ersten Teil. Wir haben uns alle wieder beruhigt. Schauen wir, wie lange das hält. Ich tippe mal auf 1 Minute 30. Starten wir jetzt mit den Kommunisten und der KPÖ. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Du bist ja ein Dankl-Fan, hast du am Sonntag auch schon ausführlich hier kundgetan. Ist der Dankl jetzt ein Kommunist oder ist er kein Kommunist? Also. Das ist die große Frage. Aber sich ja derzeit, ganz Österreich stellt sich ja derzeit die Frage, ist das ein Kommunist, ist das ein waschechter Kommunist oder ist er kein Kommunist? Wie ordnest du ihn ein? Also ich glaube, wer das ZIP2-Interview mit Kai-Michael Dankl und auch die anderen Interviews auch bei Ö24 und so weiter gehört hat, sieht, dass es ein grundvernünftiger Mensch ist, ein Jungpapa, der kein Hehl daraus macht, dass er in einer Eigentumswohnung lebt und der auch ganz klar verständlich gemacht hat. Und das hat jeder, der sich 5 Minuten mit dem Kommunismus beschäftigt hat. Und ich meine damit nicht den real existierenden Sozialismus und Diktaturen, sondern ich meine, gehen wir auf die Ideologie zurück. Der weiß ganz genau, es ging nie darum, Privateigentum abzuschaffen. Es ging immer um die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln. Es ging immer um die obszöne Kumulierung von Privateigentum in den Händen von einigen wenigen. Niemand hat ein Problem damit, wenn jemand eine Eigentumswohnung hat. Ahne. Niemand hat ein Problem damit, wenn jemand ein Einfamilienhaus hat. Aber manche Leute, und dazu gehöre ich auch und Kai-Michael Dankl auch, haben ein Riesenproblem damit, wenn manche Leute 50 riesige Altbauwohnungen in Salzburg-Stadt besitzen, die sie ausschließlich zur Festspielzeit nutzen mit ihren Oligarchenfreunden und die restliche Zeit haben die Salzburgerinnen und Salzburger keinen Wohnraum mehr zur Verfügung, weil alles leer steht. Das ist die Ideologie des Kai-Michael Dankl. Und ich glaube, das ist total wichtig, das auch zu differenzieren, weil es gibt zum Beispiel den Austromarxismus, den ich in seinen Grundzügen wirklich gut finde, der, glaube ich, für unser Land sehr viel Gutes bewirkt hat. Wenn wir uns anschauen, was in den 1920er Jahren basierend auf der Ideologie des Austromarxismus in Wien an rotem Wohnbau gemacht wurde. Wir dürfen nicht vergessen, 60% der Wiener Bevölkerung wohnen momentan in Gemeinde- oder Sozialbauten. 60%. Warum? Weil das Rote Wien ihnen diese Gemeindebauten zur Verfügung stellt. Die Ideologie dahinter ist der Austromarxismus. Also, ich glaube, wir machen einen riesigen Fehler, wenn wir, und deswegen widerspreche ich dem auch, die Gräueltaten von Mao Zedong vor 70 Jahren oder die Gräueltaten von Josef Stalin vor 90 Jahren in eine Relation bringen zu dem, was Kai-Michael Dankl und seine Freunde und seine Genossen, und er bezeichnet sich auch so wie viele Menschen in einer Genossenschaft, ich glaube, die Raiffeisenbank kommt auch aus einer Genossenschaft, sich als Genossen bezeichnet, das finde ich total legitim. Ich habe mir ihr Programm angeschaut, ich habe mir ihre Positionen angeschaut und viel wichtiger, ich habe mir angeschaut, was sie machen. Weißt du, was sie machen? Sie machen keine Brandanschläge auf irgendwelche Opernhäuser, sie attackieren keine Festspielgäste, sie machen nichts Linksextremes oder Linksradikales. Das, was sie machen, ist, sie geben einen Teil ihres Gehaltes her und helfen damit armen Menschen. Das, was sie machen, ist, sie stellen unentgeltlich Beratungsleistungen zur Verfügung, damit Menschen aus ihren Notsituationen rauskommen. Und das, ausschließlich das, ist der Grund, warum so viele Menschen diese Partei unterstützen, genauso wie die LGK in Graz. Auch dort sehen wir die LGK, und ich bin wirklich niemand, der irgendwen unvoreingenommen einfach so unterstützt. Das tue ich nicht. Und wenn jemand am Plätzchen zu Ukraine-Russland-Konflikt sagt, oder Palästina, werde ich immer kritisieren, egal welche Parteifarbe. Aber ich sehe LGK und Kai-Michael Dankl verbindet, dass sie glaubwürdige soziale Politik machen. Deswegen werden sie gewählt. Jetzt kann man natürlich Publikumsbeschimpfung machen, wie ich das leider in Teilen der FPÖ- und ÖVP-Sympathisanten sehe, die jetzt sagen, so, naja, die Salzburger kriegen, was sie verdienen. Und quasi die Schafe werden schon sehen, wen sie sich da an Bord geholt haben. Davon halte ich nichts. Ich glaube, Demokratie ist, wenn Menschen mit demokratischen Vorstellungen, und ich habe noch keine einzige undemokratische Äußerung von Kai-Michael Dankl gehört, ich habe noch nie irgendwas über Deportationen von Menschen von ihm gelesen,
Ich habe noch nie irgendwas Antidemokratisches von ihm gehört, dass da quasi Leute gibt jetzt, die ihn verdammen und dämonisieren. Muss ich sagen, es wird genau das Gleiche passieren, was mit der Al-Qaida passiert ist. Du machst ihn immer größer. Und das ist der Grund, warum wir jetzt eine Dankel-Dankel-Dankel-Diskussion haben, die ich nicht schlecht finde, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir versuchen, auch klare linke Positionen zu vertreten. Und ich glaube, dass wir ableiten müssen, weil das ist letztlich das, was Kai-Michael Dankel, das war auch deine Frage quasi, wie viel Kommunismus steckt in Kai-Michael Dankel? Ich glaube, es ist eigentlich Sozialdemokratie, was er macht. Das, was er macht, politisch, real, ist Sozialdemokratie. Und ich glaube, einer der Gründe, warum er so einen Riesenerfolg hat und der Bernhard Auinger stagniert ist in seinem Niveau an Stimmen, ist, weil die Leute sagen, die glaubwürdigere sozialdemokratische Politik in Salzburg-Stadt kriege ich bei Kai-Michael Dankel. Und im Bund, oder schauen wir ins Burgenland, wo Hans-Peter Doskozil ja, glaube ich, mit absoluter Mehrheit regiert und das nächstes Mal im Jänner, wenn er wählen wird, wahrscheinlich wiederbekommen wird, dort erleben wir eine echte sozialdemokratische Politik. Der macht einfach genau das, was Sozialdemokratie sein sollte. Und deswegen ist er so unglaublich beliebt. Immer dann, wenn die Leute in der SPÖ sozialdemokratische Politik machen und nicht à la Christian Kern neoliberale Politik und nicht à la Werner Faymann eine Politik, wo viele Menschen das Gefühl hatten, da geht es eher darum, die eigene Clique zu versorgen, dann wird die Sozialdemokratie erfolgreich sein. Also, ich möchte da etwas in den Raum werfen, was Wolfgang Schüssel heute gesagt hat und, glaube ich, nicht Unrecht hat. Dass wir da NATO beitreten sollten? Der Wolfgang Schüssel hat heute richtigerweise gesagt, der Dankel ist wahrscheinlich ein ganz netter Bursch, aber ich frage mich, warum er sich toxisch Kommunist nennt. Die Frage ist berechtigt. Wenn du im Jahr 2024 dich kommunistisch nennst, und nein, ich gehe nicht zu den 36 Millionen Toten des Herrn Stalin zurück, sondern ich gehe zur gegenwärtigen Menschenrechtssituation, den Verschleppten und den Toten der Kommunistischen Partei China am heutigen Tag in Peking zurück. Ich gehe zur sozialen Situation des kommunistischen Kuba. Ich gehe zur sozialen und Menschenrechtssituation und den Erschossenen des kommunistischen Nordkoreas hin. Dann frage ich mich tatsächlich, wie man so geschichtsvergessen sein kann und sich im Jahr 2024 kommunistisch. Aber das heißt, wenn er und beispielsweise als die Linke antreten würde, hättest du kein Problem mit ihm? Überhaupt nicht. Na, in keinster Weise. Ist zwar dann vielleicht eine Mogelpackung, so wie es die deutsche Linke macht, die in Wahrheit der SED-Nachfolgepartei ist, aber es wäre für mich wahrscheinlich angenehmer. Es wäre auch wahrscheinlich für das Ansehen Österreichs im internationalen Vergleich angenehmer, dass mich nicht seit gestern und vorgestern Menschen anrufen aus Tschechien, aus der Slowakei, die unter dem Kommunismus gelitten haben und mich fragen, ob wir in Österreich komplett deppert worden sind, ob sie uns vielleicht Teile von diesem Stacheldrahtzaun schicken sollen oder von den Gulags, wo ihre Verwandten hin verschwunden sind, was der Kommunismus gemacht hat. Die verstehen das nicht, dass plötzlich eine kommunistische Partei im Jahr 2024 kandidiert. Herr Dr. Bornmänner, würden Sie verstehen, wenn die Nationalsozialistische Partei kandidiert? Nein. Sie vergleichen jetzt den Kommunismus mit dem Nationalsozialismus. Das ist Gott sei Dank, Herr Dr. Bornmänner, das ist Gott sei Dank, das ist Gott sei Dank durch das Verbotsgesetz in Österreich unterbunden. Das ist nämlich Verharmlosung. Und ich gehe einen Schritt weiter. Ich würde sagen, dass wir das Verbotsgesetz auch auf den Kommunismus übertragen. Es muss für menschenverachtende Ideologien einen Schulterschluss aller anständigen Menschen geben, dass man menschenverachtende Ideologien und deren Namen einfach nicht in der politischen Debatte wiederbelebt, in eine Renaissance führt. Das gilt für den Nationalsozialismus, das gilt für den Kommunismus. Und jetzt kommen wir zurück zur tatsächlichen Politik der Kommunisten. Wir haben folgende Situation. In der Ukraine-Frage, Herr Dr. Bornmänner, finde ich das, was der Dankel und die K macht, irrsinnig gut. Hören Sie mir zu? Ich höre Ihnen zu. Ja. Also, auch diese differenzierte Sicht, dass, die Sie im Übrigen nicht haben, witzigerweise, das wundert mich, was der Dankel sagt und die K sagt und die KPÖ zur Ukraine-Kiste, auch das Verständnis über den Konflikt, wie es überhaupt zum Krieg gekommen ist, das kann ich wunderbar teilen, was die KPÖ hier gesagt hat. Die Frage ist, wie können Sie damit leben, dass der Herr, die Frau K und der Herr Dankel die vielen ermordeten Kinder des Herrn Putin in Butscha relativiert? Aber ich sei es drum, das ist halt so. Jeder Tag hat eine andere Botschaft. Fertig? Was ich nicht teilen kann, ist zum Beispiel der in der KPÖ gelebte Antisemitismus. In der Lagergasse der KPÖ-Zentrale in Graz treten amtsbekannte Antisemiten und Israel-Hasser auf. Das hat dazu geführt, dass die israelitische Kultusgemeinde in Graz die KPÖ bei allen Veranstaltungen nicht mehr in die Synagoge lässt und nicht mehr einlässt.
Und ich frage mich, Herr Dr. Bornmähner, wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man in einer gemeinsamen Freundschaftsgruppe mit von Juden ausgeladenen Antisemiten sich befindet? Weil Sie gesagt haben, Sie würden es gerne kritisieren. Die Kritik habe ich von Ihnen noch nicht gehört. Und der dritte Punkt ist, was die konkrete Politik betrifft, 2,6 Milliarden Euro Schulden in Graz, ein Mietanstieg von 6-12%, 6% im städtischen Bereich, 12% im privaten Bereich, ein Gebührenanstieg, Glosche am Viertel, ein Anstieg des Integrationsanteils der Migrationsvierteln in Graz und keine Integration. Ja, und die Stadt wird immer dreckiger. Also, das ist die konkrete Politik. Bitte. Gut, also Sie haben mich gefragt, wie ich mich damit fühle, Herr Gross. Ich glaube, es ist die Freiheitliche Partei, die seit Jahr und Tag bei den Mauthausen-Gedenkveranstaltungen nicht eingeladen wird. Ich glaube, es ist die Freiheitliche Partei, lieber Herr Gross, über deren Führungskader der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde sagt, das sind Kellernazis dabei. Also wenn Sie mich fragen, ob ich ein Problem damit habe, dass manche Menschen innerhalb der KPÖ jetzt gerade Wahlerfolge feiern, dann sage ich, ich habe kein Problem damit. Ich muss Ihnen leider, weil Sie es offensichtlich so geschichtsvergessen sind, in Erinnerung rufen, es waren nicht die Neonazis und ihre Nachfolger, die Österreich befreit haben, sondern unterjocht haben. Es waren die Kommunisten, die Österreich maßgeblich vom Nazi-Terror befreit haben. Und deswegen sollten wir ihnen eigentlich dankbar sein. Ja, aber im Osten... Ich würde sagen, die Russen waren es, die Sowjets waren es. Darf ich ausreden? Ja. Ja? Es waren die Kommunisten. Ja. Ja? Also, es waren die Kommunisten, die Österreich maßgeblich befreit haben. Es waren die Kommunisten, die umgebracht wurden als allererste von den Nazis. Also jetzt so zu tun, als wäre der Nationalsozialismus wie der Kommunismus, ist meiner Meinung nach sogar strafbar. Vielleicht kriegen Sie nachher eine Anzeige, Herr Grosse, nicht das erste Mal, glaube ich, dass Sie wegen Verhetzung angezeigt werden. Aber vielleicht passiert das vielleicht auch nicht. Es gibt einen Grund, warum in Österreich die Wiederbetätigung nicht auf den Kommunismus anzuwenden ist, aber auf den Nationalsozialismus. Und ich bitte Sie daher, es ist wirklich eine Bitte, ich bitte Sie daher, hören Sie endlich auf, die KPÖ des Jahres 2024 in irgendeiner Weise mit dem Nationalsozialismus des Jahres 1933 bis 1945 in Verbindung zu bringen. Hören Sie damit auf, das ist nicht fair. Das ist auch strunzdumm, aber es ist nicht fair. Aber ist es nicht ein Fehler, weiter unter dieser Marke KPÖ zu kandidieren? Er hätte ja beispielsweise unter Die Linke oder gibt es ja auch zig andere Möglichkeiten kandidieren können, dann gäbe es diese Diskussion gar nicht. Ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich die Leute dieser Partei beschäftigen müssen. Aber wenn wir in einem Land leben im Jahr 2024, in dem offensichtlich so viele Menschen bereit sind, eine Bewegung und eine Person zu unterstützen, obwohl sie KPÖ als Teil von KPÖ Plus im Namen hat, obwohl sie offensichtlich noch immer nicht so weit ist, sich von diesem Namen zu distanzieren, dann sagt das ja, spricht das ja Bände. Glaube ich persönlich, dass es gescheiter wäre, die würden sich nicht KPÖ nennen? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Würde ich mir leichter tun, eine Partei zu wählen, die nicht Kommunismus im Namen hat? Ja, selbstverständlich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das auch nur ansatzweise zu vergleichen mit Nationalsozialismus, ist so eine bodenlose Frechheit. Und ich glaube, das zeigt die Verzweiflung, die tiefe Verzweiflung, die jetzt viele, viele Menschen offensichtlich im Führungskader der FPÖ verspüren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Angesichts der Erfolge der KPÖ. Dass man jetzt so tief greifen muss, dass man sagt, das sind die Nachfolger von Stalin und Mao. Das ist doch lächerlich. Wer sich Kai Michael Dankl mit dem Baby im Bauch an der Wahlzelle anschaut, kann doch wohl bitte nicht an Stalin oder Mao denken. Und da machen sie sich eigentlich von lächerlich. Wobei, ich kann mich gut an die Fotos erinnern, wo Herr Stalin mit kleinen Babys an der Kremlmauer gestanden ist und die in die Kameras geleuchtet hat. Also diese völkischen Bildchen auf heile Familie, heile Welt und heile Umwelt, die kennen wir doch alle aus dem Propagandafilmchen der UdSSR. Aber Herr Dr. Bornmähner, ich weiß, weil Sie geschichtsvergessen sind, weil Sie Geschichte nicht gelernt haben. Aber Herr Dr. Bornmähner, was recht spannend ist, ist Ihr absolutes Verbot, Kommunismus mit Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen, bei gleichzeitiger Negierung des sogenannten Hitler-Stalin-Pakts, den Herr Ribbentrop in Moskau unterzeichnet hat. Also es hat ja über Wegstrecken der Geschichte, waren die zwei engsten Busenfreunde, im Übrigen der Hitler und der Herr Stalin, und auch in ihrem Umgang mit der jüdischen Bevölkerung, mit den jüdischen Bürgern, haben sie ungefähr zu selben grausamsten und menschenverachtendsten Maßnahmen gegriffen. Nein, haben sie nicht. Doch, weil die Konzentrationslager und die sich in Russland Gulags nannten, hatten am Ende auch tote Juden zu ergeben. Sie haben keine Menschen industriell. Und da geht es nicht, und da geht es nicht, und da geht es nicht, und da geht es am Ende nicht um die Relativierung, da geht es nicht um die Gleichsetzung, sondern da geht es darum, um eine alte, mittlerweile geschichtlich geklärte Debatte, dass es sehr wohl zulässig ist, auch
die 36 Millionen Toten des Herrn Stalin und der UdSSR immer wieder zu wiederholen. Und gerade deswegen, Herr Dr. Bornmähner, verstehe ich es ehrlich gesagt wirklich nicht, warum er im Jahr 2024 stolz sein kann, sich kommunistisch zu nennen. Für was steht das K? Für Karl Marx oder was? Für wen steht das K in dem Fall? Also, man nennt sich im Jahr 2024 kommunistisch und hat einen Rucksack von lauter Toten hinten mit drinnen und vorn tragt man Baby und geht ins Wahllokal rein. Das verstehe ich am Ende nicht. Aber gehen wir zur konkreten Debatte zurück. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmähner. Ja, Sie haben vollkommen recht. Die KPÖ versucht mit der sogenannten Almosenpolitik, das ist auch vollkommen in Ordnung, Gehalt spenden, den sie sich dann im Übrigen über den Steuerausgleich dann wieder zurückholen, aber sei es drum, nicht alles Verlogene ist auch wahrhaftig, versucht sie sich ein soziales Antlitz zu geben. Das kann sie auch, das ist vollkommen in Ordnung. Das unterstütze ich und da sage ich, da wundert es mich auch nicht, dass Menschen die KPÖ werden. Nur, wie sieht die konkrete KPÖ-Politik aus, wenn sie in die konkrete Umsetzung geht? Und Herr Dr. Bornmähner, da habe ich halt die Stadt Graz nur bei der Hand. Und 2,6 Milliarden Euro Schulden, nicht konsolidierte Schulden, mit denen wir an die Wand fahren, die nächsten 10 Jahre, das ist nicht nix. Ja? Ein Gebührenanstieg, ein Mietanstieg ist nix. Und die Integrationsprobleme, die wir mittlerweile in Graz haben mit den Kummern, ist nix. Und dass die Grazer Bürgermeisterin einer Beamtin einen Abfertigungsvertrag an der eigenen Abteilung vorbeigibt von 104.000 Euro, ist nix. Wissen Sie, was ich meine? Diese verlogene Geschichte, ich nehme hier 5 Euro raus und sage, du hast das, ein bisschen Opium fürs Volk, damit sie nicht hinschauen, die liebe Fratze zu zeigen und hinten dann, wenn keiner zuschaut, den gleichen Dreck zu machen, von dem alle Menschen in dem Land von den etablierten Parteien in Wahrheit satt haben, Schuldenpolitik, Integrationspolitik, das ist nicht ehrlich. Bei Herrn Dankl wissen wir nicht, was er für Politik macht. Er hat noch nie Verantwortung gehabt. Er ist im Landtag gesessen, hat 3 Reden gehalten und 5 Anträge geschrieben. Dafür hat er ein Gehalt kassiert. Super. Da sage ich Ihnen aber auch, da sind die 2.300 Euro noch viel zu viel. Wir werden sehen, wenn er Verantwortung trägt als Vizebürgermeister oder vielleicht als Bürgermeister, wenn sich das so ausgeht, wohin er Salzburg entwickelt. Das ist ja jetzt die ganz entscheidende Frage. In 14 Tagen steigt die Stichwahl. Wird deiner Meinung nach Kai Michael Dankl diese Stichwahl gewinnen und dann der zweite kommunistische Bürgermeister in Österreich nach LKK? Ich würde es mir wünschen. Ja, wie realistisch ist es? Nachdem die Freiheitliche Partei dazu aufgerufen hat, ihn nicht zu unterstützen und damit implizit eine Wahlempfehlung für Bernhard Auinger ausgesprochen. Nachdem ich davon ausgehe, dass die ÖVP alles, aber kein kommunistischen... Harald Breuner hat bereits eine Wahlempfehlung genau. für Bernhard Auinger also, abgegeben. Ich gehe davon aus, dass die Parteieliten von Freiheitlicher Partei, ÖVP, NEOS und wen es auch immer sonst noch gibt oder nicht mehr gibt, allesamt die SPÖ unterstützen werden. Ich glaube nur und ich hoffe, dass sie die Rechnung ohne den Wirten machen. In dem Fall ohne die Bevölkerung in Salzburg-Stadt. Weil es so viele Menschen gibt, die es satt haben. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich anschaut, und das habe ich erst jetzt im Nachhinein gemacht, aber wenn man sich anschaut, wie die etablierten Parteien in den Gremien in Salzburg-Stadt in den letzten Jahren abgestimmt haben, dann haben fast alle Beschlüsse sind einstimmig gefällt worden, außer mit der KPÖ. Also die FPÖ hat fast immer mitgestimmt. SPÖ, ÖVP waren sich fast immer einig. Das heißt, du hast da wirklich ein System von Parteien, die weitestgehend gleichgeschaltete Politik machen. Das ist jetzt aber Kickl-Diktion, eine Einheitspartei. Nein, ich sage nicht, dass es eine Einheitspartei ist, aber ich sehe, dass sie einheitliche Politik machen. Und das muss man auch sagen können. Wenn die meisten Entscheidungen einheitlich getroffen wurden, wenn die alle Konsens machen, wenn die offensichtlich alle das gleichermaßen zu verantworten haben, dann ist es doch krank, wenn ich das Gleiche noch einmal wähle. Also man sagt, die Definition von Irrsinn ist, immer und immer wieder das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass sich was ändert. Ja, und genau das Gleiche ist. Ja, natürlich kann man jetzt den Bernhard Auinger wählen und hoffen, dass dann was anderes dabei rauskommt. Ich sage ganz offen, ob Auinger oder Dankl, das ist für mich ein Nuancenunterschied. Ich bin froh, dass diese Stadt jetzt rot-rot-grün ist mit einer Zweidrittelmehrheit. Es ist mir egal, ich würde mir natürlich wünschen, dass Kai Michael Dankl Bürgermeister wird, weil ich glaube, dass es wichtig wäre, dass diese Stadt einen kommunistischen Bürgermeister bekommt. Aber es ist in Ordnung für mich, wenn er Vizebürgermeister ist, weil er wieder beim nächsten Mal Bürgermeister. Es ist egal. Und wie er richtigerweise sagt, ihm geht es nicht um die Posten. Dem ist das wurscht, ob er Bürgermeister oder Vizebürgermeister hat. Für ihn müssen wir das nicht machen. Ich glaube, für Salzburg und vor allem für die armen Menschen, für die Pensionisten,
Soldaten und für die Hackler in Salzburg. Nicht für die Bonzen und ihre Erben. Für die sollten wir Dankl wählen. Ja, aber in Wirklichkeit ist es mir wurscht. Wir können Auinger wählen, wir können Dankl wählen. Hauptsache wir bekommen keinen ÖVP, FPÖ oder NEOS Politiker als Bürgermeister. Und was mich persönlich am meisten befriedigt ist, dass die FPÖ es nicht einmal geschafft hat, einzuziehen in den in den Stadtsenat. Also es wird kein Regierungsmitglied in der Proporzregierung wählen, weil sogar die Grünen, die sie immer so fertig machen, haben es geschafft, ihren Posten in der Stadtregierung zu verteidigen. Das ist Salzburg, Herr Grossen. Da können Sie sich grün und blau ärgern, aber die Salzburgerinnen und Salzburger haben Ihnen letzten Sonntag ganz klar gesagt, was sie von Ihnen halten. Wenn ich es versinnbildlichen sollte, würde ich Ihnen jetzt ein Foto von der Sigi Maurer schicken. Wie realistisch ist das, dass kein Michael Dankl gewinnt in zwei Wochen, deiner Meinung nach? Das Püppchen hat sich geärgert, ja. Glaubst du, geht Todi besser? Glaubst du daran, dass er Bürgermeister wird? Oder ist es angesichts dessen, dass die ÖVP eine Wahlempfehlung für Auinger abgegeben hat, dass die FPÖ eine Wahlempfehlung gegen die KPÖ abgegeben hat? Es ist vollkommen wurscht. Ernsthaft. Es ist vollkommen wurscht, wer für wen eine Wahlempfehlung abgegeben hat. Also zu glauben im Jahr 2024, dass nur ein Bürger sich an eine Wahlempfehlung hält. Na, gebitsche, entschuldige. Das halberte österreichische Regime hat vor 8 Jahren eine Wahlempfehlung für den Herrn Kohl und für den Herrn Hunsdorfer abgegeben. Das Ergebnis war, dass beide bei 10% abbissen sind. Jetzt sind wir uns einmal ehrlich, was diese Wahlempfehlungen bringen, das haben wir spätestens seitdem gesehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich gibt es den sogenannten Bang-Reagan-Effekt. Das heißt, mit diesem Erfolg, und da hat der Bornmänner ja recht, Dankl, und das die nächsten zwei Wochen, kann es nach der Nummer mit dem Erfolg und dieser Fokussierung hin, Dankl, tatsächlich dazu kommen, dass die Leute mit 51% oder 55% sagen, gut, wir lassen uns von den Medien, wir lassen uns von denen allen, die ihn jetzt dämonisieren, das nicht bitten, jetzt erst recht, weil wir den Dankl. Mhm. Das ist ein altes Prinzip, das hat im Übrigen heute erfunden, finde ich lustig, dass das ein Kommunist jetzt anwendet, so die jetzt erst recht Methode, aber sei es drum. Auf der anderen Seite habe ich einige Interviews gesehen, im Übrigen eher vor E24, wo ihr Straßeninterviews gemacht habt und mit Leuten gesprochen habt nach dem Wahlergebnis. Wo dann eine Frau hat das, glaube ich, gesagt, das war so relativ spannend. Naja, ich habe mir schon gewünscht, dass er ein bisschen was zugewinnt, damit die sehen, dass wir einen Protest. Aber so viel, das ist schon ein bisschen zu viel. Also da kann durchaus sein, dass die letzten Tage sich der eine oder andere gedacht hat, Angst vor der statt eigenen jedermann allein in Mumie, statt dem Kreuz auf dem Salzburger Dom Hammer und Sichel, statt einer konsolidierten Politik bisher, Salzburg hat keine Schulden oder ganz wenig, in Zukunft 2 Milliarden, jedes Kleinkind gleich mit 60.000 Euro Schulden auf der Welt. So, also ich glaube, da könnte durchaus sein, dass sich der eine oder andere noch überlegt, der bereits Dankl gewählt hat und sagt, na, das wollte ich dann auch nicht so ganz. So, und in der Bandbreite sind wir. In einem gebe ich auch Bornmänner recht, mir ist es vollkommen egal. Jeder seines eigenen Glückes Schmied. Entschuldige, jeder soll hören, was er für vernünftig hat. Das tue ja ich auch. Ich halte auch nicht die jesuitischen Eifer raus, die sagen, na, das ist falsch, wie man wählt. Der Wähler hat immer recht. Aber eine Korrektur möchte ich anbringen, Herr Dr. Bornmänner. Sie waren ja noch nie in Ihrem Leben in einem Gemeinderat, oder? In einem Sitzungssaal, meinst du? Nein, Mitglied eines Gemeinderats. Ich habe noch nie öffentliches Geld bezogen, um Politiker zu sein, da haben Sie vollkommen recht. Nein, ich wollte Sie fragen, ob Sie einmal Mitglied eines Gemeinderates sind. Wollte ich gerade sagen, ich habe noch nie ein Mandat gehabt, Herr Kurz. Okay. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich noch nie Steuergeld bekommen. Wenn Sie im Gemeinderat, also wenn Sie in Ihrer Heimatgemeinde im Waldviertel einmal für einen Gemeinderat kandidieren, das heißt, wenn Ihre ganzen Visionen und Vorstellungen Sie tatsächlich irgendwann einmal in die Realität umsetzen könnten und sich nicht auf heiße Luftblasen beschränken. Also, wenn Sie im Gemeinderat sitzen. Ja, ich weiß eh. Ja, nur am Ende ist mal halt der Luftballon und irgendeiner kommt mit der Nadel und der zerplatzt. Nein. Also besonders charmant ist das auch nicht, aber sei es drum. Wenn Sie im Gemeinderat sitzen, dann wissen Sie, was beschließt der Gemeinderat? Also, Straßenbenennungen, Straßensanierungen, Straßenbeschilderungen. Kanalbaumaßnahmen, Rückhaltebecken, Einfriedung der Salzach, Hochwassermaßnahmen, Streusandverordnung, Straßenumbenennungen, also, den Bau von Gemeindebauten, selbst wie ich im Grazer Gemeinderat war, selbst wie ich im Grazer Gemeinderat Mitglied war, waren die Beschlüsse des Gemeinderates zu 87% einstimmig. Mhm. Und in den entscheidenden Punkten, Umwidmungen, grundlegende Sozialstrategien, grundlegende Integrationsstrategien,
da waren sie nicht einstimmig, weil ich nicht zugestimmt habe. Mhm. Was ich Ihnen damit sagen will, wenn bei 90% der Gemeinderatsbeschlüsse in Salzburg eine Einstimmigkeit herrscht, dann heißt das nicht, dass das ein homogenes Gremium ist, sondern dann heißt das bei den 10% erst richtig umgehen. Weil was bedeutet 90%ige Einstimmigkeit bei den Gemeinderatsbeschlüssen? Dass die KPÖ bei 90% mitgestimmt hat. Das würde also ihre Theorie komplett gerade in dem Moment kaputt machen. Auch wie so ein Luftballon und eine Seifenblase. Dass der arme Dankl eh gegen alles war. Also er war nicht gegen alles. Sondern der Herr Dankl war ja bis jetzt im Gemeinderat, oder? 90% sind einstimmig, heißt es, auf den offiziellen Verlautbarungen der Stadt Salzburg. Also waren die 90% immer da, doch nicht. Ist er ausgegangen. War er Lulu, wieder Heinz Fischer. Nein, nein, die Salzburger Stadtregierung hat gesagt, 90% unserer Beschlüsse waren einstimmig. Nein. Sie kritisieren das. Haben Sie nicht gesagt. Okay. Ich kann's unter Einbezug der FPÖ haben Sie gesagt. Ach so, nur für die FPÖ haben Sie das gesagt. Sie haben sich bezogen auf die FPÖ, ja. Was soll ich tun, dass Sie das gesagt haben? Ich habe es ja nicht gesagt. Die Frage des Interviews, so wie ich es verstanden habe, was sagen Sie dazu, dass 90% der Beschlüsse einstimmen? Ich habe es anders verstanden. Ja, ja, vielleicht irre ich mich. Möglicherweise. Kann du es sagen? Möglicherweise sind Sie ja jetzt hier nicht. Aber möglicherweise. Klären, aber ich stelle es ja nur in den Raum. Schon wieder. Wir machen das in der Werbepause. So, ja, kurze Pause wieder, bevor es ausartet. Ach, und dann kommen wir zurück zum dritten Teil. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, dritter Teil mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross. Wir kommen zu einem Thema, das in den letzten, ja, muss man sagen, eigentlich Wochen die Schlagzeilen beherrscht hat. Immer wieder neue Missbrauchsfälle, die da aufkommen. Jetzt am Wochenende gerade wieder einer in Salzburg. Dann gibt es diesen schrecklichen Fall in Wien, wo eine 12-Jährige von 18 Tätern 17 Tätern vergewaltigt wurde über Monate und missbraucht wurde. Ist auch vergewaltigt worden. Das missbraucht und da hat sich jetzt auch eine Diskussion oder ist eine Diskussion entbrannt über das Strafalter, ja, und die Strafunmündigkeit und Mündigkeit. Soll man das senken? Ja. Und auf also was denn? Ernsthaft. Ich bin da wirklich der Meinung, dass wir die Strafmündigkeit senken sollen, weil wir merken, dass so wie die Alten singen, so brummen jetzt die Jungen, immer mehr junge Menschen zu Aggression, zu Gewalt greifen, zu Vergewaltigung, empathielos sich in Wahrheit aufgeilen, ja, was besonders schändlich ist, wenn sie ihr Opfer dabei filmen, wenn es geschändert wird, vergewaltigt wird, verletzt wird, seelisch getötet wird. Und ich bin einerseits der Meinung, ja, die Justiz ist gefordert und das hat für mich sehr viel mit Anlassgesetzgebung zu tun, so wie auch bei Deichtmeister alle nach Anlassgesetzgebung gerufen haben, auch mein Diskussionspartner, auch hier das jetzt zum Anlass zu nehmen, 6 tote Frauen, mehrere vergewaltigte Mädchen, hier endlich strengere Strafen für Delikte gegen Leib und Leben, auch bei Tätern, die jung sind, anzuordnen. Der zweite Punkt ist, und das ärgert mich maßlos, ich bin wutentbrannt, wie ich gelesen habe, dass von den 17 Tätern mittlerweile ein Täter mit seiner Familie das Land verlassen hat und sich de facto mit Wissen der Justiz der Strafverfolgung in Wahrheit entzieht, weil das kann man keiner erklären, dass die Staatsanwaltschaft Wien in Bulgarien eine Zeugeneinvernahme, in dem Fall eine Beschuldigteneinvernahme zusammenbringt. Ich verstehe es bis heute nicht und ich lese sehr viel die Zeitungen mittlerweile mit Interviews aus dem familiären Umfeld des Mädchens, des 12-jährigen Mädchens, das von 17 Menschen, Kreaturen vergewaltigt worden ist, dass die auch noch immer in der freien Wildbahn sind, sich teilweise der Strafverfolgung entziehen können und dass die Justizministerin und die Staatsanwaltschaft so eklatant versagen und diese nicht wegen Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr festnehmen. Denn das Mädchen selbst bzw. das Umfeld sagt, sie hat Angst davor, genötigt zu werden, erpresst zu werden, Gewalt angetan zu bekommen zu haben vor der Zeugenaussage als Opfer. Das heißt, damit ist die Verdunkelungsgefahr für mich gegeben. Und ich sage, wenn wir dort nicht endlich Nägel mit Köpfen machen, strengere Strafen machen, jene, die sich etwas zu Schulden kommen haben lassen, auch einsparen, egal wie alt sie sind, und in Zukunft auch künftige Tätergruppen einfach nicht ins Land lassen, dann sind wir für jede vergewaltigte oder umgebrachte Frau verantwortlich als Gesellschaft. Haben wir eine Kuscheljustiz?
Nein, nicht, dass wir eine Kuscheljustiz haben. Ich glaube, es wird ja immer wieder interessanterweise von vielen Menschen bekrittelt, dass die Justiz zu hart wäre, dass es überschießende Urteile wäre. Vielleicht gilt das aber auch nur, wenn man Sebastian Kurz bewertet. Dann ist offenbar die Justiz zu hart, beinhart und so weiter. Wenn es aber darum geht, dass strafunmündige Personen bewertet werden, dann ist sie zu weich. Ich bin auch der Meinung, dass es gewisse Delikte gibt, wie Mord, wie Vergewaltigung und so weiter, Freiheitsberaubung. Da sollten wir eine Anpassung vornehmen. Da müssen wir uns überlegen, zum Beispiel des Strafalters. Aber ich halte es insbesondere für wichtig, weil wir sollten nicht die USA werden. Wir sollten nicht ein Ort werden, wo Kinder mit Erwachsenen zusammengesperrt werden und dann erst recht radikalisiert werden. Weil das sind richtige Radikalisierungsmaschinerien in den USA. Und ich fürchte, dass wir dann erst eine wirklich radikalisierte Gesellschaft bekommen. Also ich glaube, man muss für Gerechtigkeit sorgen und man muss vor allem diese generalpräventive Wirkung, also diese abschreckende Wirkung als Staat auch wiederherstellen. Man muss klar machen, wenn du mit 13 Jahren eine Frau vergewaltigst oder sie umbringst oder schwer misshandelst, dann wirst du dafür in Häfen gehen müssen. So, das glaube ich ist wichtig, damit wir als Staat auch allen gegenüber da eine Grenze setzen. Stimmt. Was ich nicht nachvollziehen kann, sind die Rufe nach Einwanderungsbeschränkungen oder irgendwelche Zusammenhänge mit einem kulturellen Background oder der Hautfarbe oder dem Vornamen von irgendwem. Und all das musste ich in den letzten Tagen lesen. Das hilft erstens dem Opfer in keinster Weise. Es wird auch die Frauengewalt, die Gewalt gegen Frauen nicht reduzieren. Und das ist das, wo die Debatte beginnt, parteipolitisch instrumentalisiert zu werden. Dagegen verwehre ich mich. Also ich bin sofort dabei. Und da sollten wir vor allem dort anfangen, wo der Gewaltschutz, nämlich am Anfang bei den Frauenhäusern, bei den Gewaltschutzprogrammen, die auch in der Polizei sind und die alle demontiert wurden, angegriffen wurden in den letzten Jahren, dort sollten wir anfangen. Und am Ende muss auch eine Justizreform stehen, meiner Meinung nach. Aber wenn es wirklich darum gehen sollte, Frauen vor Gewalt zu schützen, dann müssen wir uns mit den Mechanismen und Strukturen beschäftigen. Und dann sollten wir uns nicht mit der Frage aufhalten, ob der Täter jetzt Mohammed heißt und in Wien geboren wurde, als österreichischer Staatsbürger, weil dann heißt er immer noch Mohammed und das hat genau gar nichts damit zu tun. Und das ist das, wo ich finde, da wird es einfach total verwerflich. Ja. Und vor allem, es hilft nichts. Ja. Wir kommen nicht weiter. Nein, ich weiß schon, dass Ihnen diese Diskussion sehr unangenehm ist. Nein, überhaupt. Wenn es nämlich darum geht, Ihnen Ihre multikulturelle Ideologie auch vorzuwerfen in einem Kausalzusammenhang mit dem Anstieg der Kriminalität, dann wollen Sie sofort ablenken und dann wird es für Sie unangenehm. Schauen Sie, und genau aus dem Grund habe ich heute für Sie etwas mitgebracht. Kein Tafel, sondern ein Zettelchen. Schön. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmähner. Das ist das Jahr 1900, nein, das ist die Statistik Österreich. Quelle Statistik Austria. Ja, Bundesministerium für Konsumentenschutz und Soziales. Im Jahr 1947 lag die Verurteilungsrate von Ausländern bei 4,8%. Nun liegt sie bei 42,1%. Die Verurteilungsrate? Die Verurteilungsrate. Dann haben wir eine Verzehnfachung der Verurteilungsrate. Jawohl. Ja, aber ist ja super, das heißt, du siehst, es eben funktioniert. Nein, Herr Dr. Bornmähner. 42% der Verurteilten in Österreich sind mittlerweile Ausländer und im Jahr 1947 waren es nur 4,8%. Also ich dachte, das ist die Verurteilungsrate. Also was jetzt? Herr Dr. Bornmähner. Also der Anteil an Ausländern bei den Verurteilten. Herr Dr. Bornmähner, Sie brauchen gar nicht um ein Dummblödeln. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass zwischen Ihrer Politik der offenen Grenzen... 1947. Ihrer Politik der offenen Grenzen, und wir sehen hier das Jahr, wunderbar, das Jahr 1999, 2000, Ihrer Politik der offenen Grenzen seit 2007 mit diesem fulminanten Anstieg. 42% der verurteilten Straftäter in Österreich Migrationshintergrund haben oder Ausländer sind. Und Sie sehen aber beim gleichen Zeitraum, Herr Dr. Bornmähner, ich schreie so lange ich will. Und Sie sehen beim gleichen Zeitraum, Herr Dr. Bornmähner, Sie sehen beim gleichen Zeitraum in Österreich, dass die Verurteilungsrate von Österreichern 1960 bei 113,715 lag und nun bei 15.320 liegt. Okay, das dürfen Sie gerne dann sehen. Das gebe ich Ihnen. Und jetzt schauen wir uns was anderes an. Und jetzt schauen wir uns die dritte Tafel an. Jetzt schauen wir uns die dritte Tafel an, damit Sie ein bisschen zuhören. Da sehen wir nämlich, wie seit 2002 der Anteil der Nicht-Österreicher von 9,1% auf 19,7% gestiegen ist. Und jetzt lege ich für alle, und das sind nur Zahlen, und jeder soll seine Schlüsse bilden: Anstieg der Gewalt,
Anstieg der Verurteilten mit Migrationshintergrund und auf der anderen Seite die Zuwanderung. Ich erkläre jetzt. Und Herr Dr. Bornmähner, wenn Sie daher der Meinung sind tatsächlich, dass es keinen Kausalzusammenhang gibt, na geben Sie mir's, ich erkläre es. Wenn Sie der Meinung sind und damit mit Ihren Worten und Ihrer präpotenten Haltung Leonie schänden, Mia schänden, Anna schänden, die alle die letzten zwei Wochen geschändert worden sind und Sie kein Wort der Verurteilung gefunden haben, sondern nur sehr nebulos sagen, ja, kann man nichts machen, aber wir dürfen nicht in die Tiefe gehen, in die Wahrheit der Problematik, dann ist es in Wahrheit so, als würden Sie diesen Mädchen noch einmal ein Messer in den Rücken stechen. Hören Sie mir zu. Wenn Sie nicht erkennen, dass 4 Afghanen Leonie umgebracht haben, wenn Sie nicht erkennen, dass die 12-Jährige, die nun von 17 Menschen vergewaltigt worden ist mit Migrationshintergrund, Teile noch dazu 2015 hereingekommen sind, wenn Sie nicht erkennen, dass das Mädchen, das in Salzburg vergewaltigt worden ist, auch von Nicht-Österreichern vergewaltigt worden ist, dann, und nicht erkennen, dass es bei manchen Deliktsgruppen, ja, tatsächlich, so wie Migrationsforscher sagen, einen Zusammenhang mit dem Kulturkreis des Täters und der Tat haben, wenn Sie das nicht erkennen, dann stehen Sie wie bisher seit 2015 mit Ihren Teddybären und Blumen an den Bahnhöfen und gehen dann mit den Blumen auf die Friedhöfe. Nein, Sie können jetzt antworten. Kann ich jetzt die Tafeln haben? Kriegen Sie dann. Antworten Sie. Nein, ich möchte gerne darauf antworten. Können Sie gerne. Sie haben mir gerade Zahlen. Antworten Sie. Ich würde gerne darauf antworten. Geben Sie mir die Zahlen, dann antworte ich darauf. Na, genau das ist das Problem. Sie haben Ihre eigenen Tafeln nicht verstanden. Ich würde es Ihnen jetzt gerne erklären, aber jetzt geben Sie es mir auf einmal nicht mehr. Das ist entlarvend. Antworten Sie. Ja, ich könnte Ihnen antworten, wenn Sie mir Ihre Tafeln geben würden, aber das tun Sie nicht. Also lassen wir den Machen wir keine Diskussion weg. Über die Tafel. Da geht es um Menschenleben. Sie haben doch gerade Da geht es um Menschenleben und nicht um Tafeln, Herr Dr. Bornmähner. Warum präsentieren Sie uns an Tafeln, wenn es um Menschenleben geht? Das kann ich Ihnen gerne zeigen. Na, geben Sie es mir. Ich zeige es Ihnen. Dann interpretiere ich Sie für Sie. Ja, interpretieren Sie. Ja, geben Sie her. Interpretieren Sie. Was haben Sie dafür Probleme? Ich habe es in der Hand. Nein, Sie gehen. Ich kann nicht lesen. Gescheit. Geben Sie mir es, Herr Gross. Bitte. Geben Sie her. So, bitte. Die und die andere auch. So, bitte. Her damit. Und vor allem die dritte noch, bitte. Ja? Bitte. Dankeschön. So, und jetzt weiter. Schau. Also, Herr Gross, jetzt zeige ich Ihnen was. Jetzt sagen Sie hier, zum Beispiel, herrlich, wundervoll. Also, Sie sagen hier, Anzahl und Anteil der Ausländer an der Bevölkerung. Mhm. Und ich nehme an, Angaben in absoluten Zahlen. Absoluten Zahlen und Prozent. Und die genau. Quelle Express. So, also jetzt wissen wir, wer der Express ist. Quelle Statistik Austria BSK. Express. Ausdruck vom Express. Ja, also Sie bedienen sich dem Express. Das ist mal das Erste. Gut. Das Zweite ist, wir sehen hier eine absolut lineare Entwicklung zwischen dem Anteil, zuhören, dem Anteil der Personen insgesamt, die im Land sind, und dem Anteil von Straftaten, der begangen wird. Was bedeutet das? Es ist genau ident geblieben. Das heißt, seit dem Jahr 2002, ich weiß auch nicht, warum wir uns seit 2002 uns das anschauen, aber seit dem Jahr 2002 haben wir offensichtlich eine lineare Entwicklung. Wenn Sie wirklich skandalisieren wollen würden, jetzt kommt das nächste davon daher. Das ist dasselbe. Also, gut. Und genau das Gleiche haben wir... Wir hatten im Jahr 2002 730.000 Nicht-Österreicher und nun haben wir 1,8 Millionen Nicht-Österreicher. Wo ist das Problem? Das ist ja genau, was ich Ihnen sage. Sage ich Ihnen ja. Ein Anstieg, das unter Ihren Regierungen, unter Ihren Grünen, unter Ihren Roten, unter Ihren Schwarzen in dieser Zeit, 900.000 Menschen importiert worden sind. Was haben Sie für ein Problem? Ich erkläre es Ihnen jetzt. Haben Sie Ökonomie studiert? Ja, ich höre nicht zu. Also, wir sehen hier eine Zeitleiste der letzten 25 Jahre. Nein, wir sehen hier eine Zeitleiste der letzten 23 Jahre, wenn Sie es genau wissen wollen. Das ist genau diese hier. Schauen Sie, seit 2002 bis 2024. In diesen Jahren, ist für die Zuschauer schwer in diesen Jahren ist der Anteil der Ausländer von 730 auf 1,8 gestiegen. Von 9,1% auf 19,7%. Kommen wir aber bitte zum Thema. Ja, genau. Zurück zum Thema. Ist anders als ich. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Also, Herr Gross, in dieser, erstens einmal, ich zeige Ihnen, es eine lineare Entwicklung, kein Grund zur Hysterie. Zweitens, in diesem Gesamtzeitraum war die freiheitliche... Ein Anstieg. Ja, natürlich, ein linearer Anstieg. Ja. Okay, also. Und in diesem Zeitraum, Herr Gross, zwischen 2002 und 2024 war die FPÖ bzw. BCD wie viele Jahre in der Regierung? 1,5 Jahre. Im Innenministerium. Im Jahr eineinhalb Jahre im Teil der Regierung. Eineinhalb Jahre im Teil der Regierung. Eineinhalb Jahre Teil der Regierung. 7 Jahre, Herr Gross. 7 Jahre. Und wissen Sie, also wo die 7 Jahre auch starten? In diesen 7 Jahren, Herr Gross, hier. Hat sich 2005. Der Anteil der Bevölkerung... So, und dann haben Sie eine andere Tafel gebracht. Herrlich. So, die zweite Tafel ist,
So, wir haben hier Verurteilungen in Österreich 1947, Österreich nicht Österreich. Wir haben im Jahr 2022 um 50% weniger Verurteilungen als im Jahr 1992. Österreicher? Nein, nicht Österreicher. 50% Herr Dr. Bornmänner. 17.000 Personen im Jahr 1992, 11.000 Personen im Jahr 1992. Die Verurteilungen von Österreichern von 113.000 auf 15.320 gesunken sind, sind die Verurteilungen von Nicht-Österreichern von 5.769 auf 11.122 gestiegen. Können Sie es nicht lesen? Schauen Sie, 1992. Ich werde die alle auf meinen Facebook-Seiten veröffentlichen. Aber vielleicht könnten Sie sich noch der dritten widmen. Dem Anteil der Ausländer an Verurteilungen. Können wir jetzt bitte hier bleiben? Sie sagen das Gleiche, was ich sage. 17.257 Personen wurden im Jahr 1992 verurteilt. Ja. Und 11.122, also um 50% weniger. Und 6.000 ist 1960. So, also vielen Dank. Aber was unbestritten ist, Herr Dr. Bornmänner, unbestritten ist, unabhängig von dem, ist ja, dass die ist linear gleich geblieben. Unter Migranten einen höheren Prozentsatz haben an jenen, die kriminell werden. Herrlich. Noch einmal? Dass wir unter Migranten einen höheren Prozentsatz haben an jenen, die kriminell werden, als unter Österreichern. Nein. Das ist so. Ja, das ist jetzt unabhängig von... Ja, aber da sind auch die Deutschen dabei zum Beispiel. Also du kannst... und zwar, das ist die größte Bevölkerungsgruppe. Ja, aber jenen, die kriminell werden, sind nicht die Deutschen. Nein, bei Straftaten. Stopp, da steht nicht Vergewaltigung, oder? Dr. Bornmänner. Stehen da Morde? Nein, stehen Straftaten. Perfekt. Also, bei den Straftaten, Herr Gross, muss ich Sie leider enttäuschen, haben wir die größte Migrationsgruppe, Sie haben ja gerade die Statistik in der Hand gehabt. Ich habe sicher. Sie haben sie gerade ausgeteilt. Ja, natürlich. Weil Sie mich dann wieder fragen. Aber Herr Dr. Bornmänner, es geht um eine ganz entscheidende Frage. Herr Dr. Bornmänner, Aber darf der Moderator mir fragen? Herr Dr. Bornmänner, lass ihn nochmal auf die vorherige Frage. Ich möchte gerne wissen, warum der Anteil von verurteilten Ausländern 1960 Gerald, und jetzt bei 20 Haben ja vorher. Genau. Das tut weh, ich weiß, dass ich das immer. Aber er ist der Moderator, ich weiß. Sebastian. Cross-Live, gell? Aber spielt's halt nicht. Paradig gescheiter. Das ist unbestritten, dass Ausländer zu einem höheren Prozentsatz kriminell werden. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass wir tatsächlich in manchen Bereichen echt ein Problem haben. Vor allem, darf ich jetzt ausreden? Gerne. Herr Gross, echt, heute ist es wirklich schwierig mit Ihnen. Ja? Wie schon am Sonntag. Also, ich glaube, dass wir tatsächlich in manchen Bereichen ein riesengroßes Problem damit haben, dass die Wertvorstellungen von manchen Menschen in Österreich mit den Gesetzen, die wir in Österreich haben, aber nicht nur mit dem verschriftlichen Gesetz, sondern vor allem auch mit den ungeschriebenen Gesetzen, mit den Bräuchen und mit den Sitten und so weiter nicht übereinstimmen. Und ich habe ein Riesenproblem damit, das habe ich immer und immer wieder gesagt. Es ist nicht verboten, wenn ein Mensch, ein Mann, einer Frau nicht die Hand geben möchte. Ist nicht verboten, kannst du nicht zwingen. Aber ich finde es nicht in Ordnung. So. Ich glaube, dass wir wirklich ein Problem damit haben, dass wir in manchen Bereichen, aber diese Statistiken sagen nichts darüber aus, die Herkunft, also aus welchem Kulturkreis kommen Sie? Der germanische Kulturkreis, glaube ich, ist nicht so weit kulturfremd. Naja, manche sagen sehr kulturfremd zum Österreichischen, aber wir wissen nicht, welche Personengruppen sind das. Wir können daher keine sinnvollen Rückschlüsse ziehen, die uns weiterbringen. Das ist ja meine große Kritik an dem Ganzen. Ich bin voll dafür, eine schonungslose Debatte darüber zu sprechen, wie kann es sein, dass in unserem Land Frauen wie freiwillig behandelt werden, Frauen vergewaltigt werden, Frauen auch ihrer Freiheit beraubt werden, indem man sie zum Beispiel nicht in die Schule schickt, indem man sie zwingt, ein Kopftuch zu tragen und so weiter. Red mal drüber, aber red mal ehrlich drüber. Und red mal vor allem lösungsorientiert drüber. Ich sehe nicht, immer noch nicht, welche Lösung darin steckt, wenn man darauf hinweist, dass in den letzten 20 Jahren angeblich irgendwer irgendwas gemacht hat. Also das ist das, was mir fehlt bei der ganzen Debatte. Ja, wir haben ganz offensichtlich ein Problem und wir brauchen auch nicht über Schlüsseln reden, sondern reden über Einzelfälle. Leonie. Das sind keine Einzelfälle, das sind Tagesfälle. Nein, das sind keine Tagesfälle. Ja. Leonie, mir. Wissen Sie, was die eint? Mhm. Die waren alle unter 14. Mhm. Warum sind unter 14-jährige Mädels irgendwo, kugeln irgendwo immer dumm? Mhm. Das ist eine Frage, die ich mir schon stelle. Mhm. Ich frage die Eltern schuld, dass ihre Kinder umgebracht haben. Habe ich das gesagt? Sie haben es gemeint. Nein. Ja. Das ist das, was Sie mir unterstellen. Und Sie wundern sich dann, dass Sie die Leute auf der Straße anspucken. Das ist ein Unfall. Herr Gross, das hat mich noch niemand angespuckt. Ich hätte eigentlich wirklich eine gute Lust, Ihnen einfach einmal eine runterzuhauen. Sie können es gerne probieren. Am Ende ist die Mutter, die Eltern schuld, dass das Kind vergewaltigt wird.
Sind Sie fertig? Unfassbar. Wenn ein 1,50 Meter großer Südsteirer unfassbar. Es versuchen möchte, beim 1,90 Meter großen Chilenen ihm eine runterzuhauen, dann kann ich selber zwei Kinder zu machen. Und ja? Sagt die Eltern sind schuld, dass also, die Kinder vergraben werden. Gerade weil ich zwei kleine Kinder habe, aber probieren Sie es gerne. Gerade weil ich zwei kleine Kinder habe, ist mir extrem wichtig, dass ich weiß, wo meine Kinder sind und dass ich Verantwortung darüber übernehme. Ja, als Vater kann ich mich dazu äußern, Herr Gross. Und kein Familienvater würde einen anderen Familienvater anspucken, weil er sagt, er möchte wissen, wo seine Kinder sind. Dass Sie das nicht wissen können und nicht nachvollziehen können, kann ich nachvollziehen. Aber für mich ist wichtig, wir müssen eine Debatte führen über das Strafrecht, wir müssen eine Debatte führen über Zuwanderung, wir müssen eine Debatte führen über Sitten, Gesetze und Bräuche in unserem Land und wir müssen eine Debatte führen über Verantwortung von Eltern auch gegenüber ihren Kindern. Und damit meine ich nicht primär nur die Eltern von den Opfern, sondern vor allem auch die Eltern von den Tätern. Ja, weil das ist das, was ich in den letzten Tagen von ÖVPlern und FPÖlern sehr oft gehört habe. Die Eltern sollen zur Verantwortung gezogen werden für die Taten ihrer Kinder, habe ich gehört. Ich habe gehört von Ihnen, man soll die Eltern gleich mit abschieben. Damit sagen Sie also, dass die Eltern verantwortlich werden für die Taten von ihren 13-jährigen Herr Dr. Kindern. Und das, lieber Herr Gross, ist das, was ich zurückweise. Sie haben offenbar nicht Ihre eigene Kritik verstanden. Herr Dr. Bornmänner, der erste Punkt, und Sie haben bis jetzt dazu leidlich geschwiegen, und Sie haben diese eine Grafik auch nicht gebracht, ist, dass der Anstieg der verurteilten Ausländer von 4,8% 1960 auf 42,1% gestiegen ist. Wir haben in Österreich nicht 42,1% Ausländer und dennoch ist überproportional hoch die Verurteilungsrate jener, die nicht österreichischer Herkunft sind. Das ist Faktum. Die Verurteilungsrate sagt nicht, der zweite, Gewalttaten der zweite Punkt, in dem Fall ja, weil nein. In dem Fall wurde die Straftat nachgewiesen, das nennt sich Verurteilung. Ja, eben, der zweite Punkt ist, und jetzt gehen wir zu den Tatverdächtigen, Sie weil Sie gemeint haben, die Mehrheit wären... Wie viele werden verurteilt? Sie meinen in Österreich, die Mehrheit, das ist die Verurteilung, die Mehrheit, das meine ich ja. Die Mehrheit wären... Deutsche, nein, Herr Dr. Bornmänner, es sind 4.036 Polen, 4.794 Bosnier, 5.398 Afghanen, 6.504 Syrer, 7.236 Türken, 9.965 Serben, 14.668 Rumänen und 12.912 Deutsche. Serben sind also wie Sie daher auf die Idee kommen, wie Sie daher auf die Idee kommen, wie Sie daher auf die Idee kommen, die Mehrheit der Tatverdächtigen in Österreich wären Deutsche, wie Sie es gerade gesagt haben, das müssen Sie mir vorhüpfen, also, Herr Dr. Aber jetzt verstehe ich. Aber Sie operieren die Serben sind kulturfremd und deswegen gewalttätig. Haben Sie das gerade richtig gesagt? Sie operieren in dieser gesamten Debatte mit Lügen und mit jeder Lüge ist der Dolch in der Gurgel eines Mädchens tiefer. Und am Ende haben Sie noch die Kutzpe und sagen, was haben denn eigentlich die Eltern von der 12-Jährigen und 14-Jährigen gemacht? Ich darf Ihnen folgenden Fall schildern. Vorige Woche ist in einem Wiener bürgerlichen Bezirk, würde ich sagen, ein kleines Mädchen auf der Straße gestanden und hat mit dem Bruder Volleyball gespielt oder Handball gespielt. Auf der Straße? In der Fußgängerzone. Ach so, in der Fußgängerzone. Am Asphalt! Siekoffer hat gespielt und es, kommt eine Bande mit Migrationshintergrund her und schlägt das kleine Kind zusammen. Ja. Und Sie stellen blöde Fragen, ob Sie auf der Straße waren. Sie allein mit Ihrer heutigen Haltung zeigen Sie mir, dass Sie null Problembewusstsein haben. Sie versuchen irgendwelche rhetorischen Gags einzubringen. Sie versuchen, sie auf die Serben festzukrallen. Statt irgendwann einmal zu sagen, jawohl, wir haben ein Problem in diesem Land. Und nein, wir wollen das Problem nicht mehr dulden. Wir wollen das Problem nicht mehr dulden. Und Sie meinen, das Problem ist zu negieren, das ist wurscht, die Eltern sind schuld, wenn ihre Kinder vergewaltigt werden. Ich mache mir echt Sorgen. Nein, das ärgert mich langsam. Sie sind ganz nah am Herzinfarkt. Ja, wissen Sie warum? Ein Problem. Weil ich ein Mitgefühl für jene Eltern habe, die heute an die Gräber ihrer Töchter stehen müssen. Im Gegensatz zu Ihnen. Ihnen ist es vollkommen wurscht. Für Sie zählt nur die Ideologie. Sebastian, muss man nicht aussprechen, dass es hier ein Problem gibt mit Eltern mit Migrationshintergrund, nicht mit Serben, mit Afghanen, mit Syrern. Wie viele waren es?
mit Tschetschenen. Ich habe jetzt zugehört. Das ist ein zu ernstes Thema für Ihre lächerliche Nummer. Was für lächerlich? Herr Gross, Sie haben mir gerade Sie haben mir Statistiken vorgelegt, wo ich jede einzelne zerlegt habe. Zuerst wollten Sie eine halbe Stunde Zettel nicht hergeben, weil Sie gemerkt haben, dass ich Sie zerlegen werde. Dann habe ich Sie zerlegt. Finden Sie ja wohl das Mitgefühl für die Opfer. Als nächstes gehen Sie in Google eine, holen Sie ein paar Zahlen raus und wir kommen drauf. Es sind Serben, es sind Kroaten, es sind Rumänen. Und ich sage Ihnen, welcher kulturfremde Raum sind bitte die Serben? Welcher kulturfremde Raum? Wie viele Kroaten waren darunter? Wie viele Kroaten? Na sagen Sie es mir. Kein einziger. Na, sagen, wie viele Serben waren es? Wunderbar, danke. Aber kein einziger. Aber Herr Gross, jetzt machen Sie auch Ihr eigenes Handy kaputt. Weil ich kann es nicht aufmachen. Da ist Franziskus drauf. Weil Sie, weil Sie mittlerweile so menschenverachtend, und sich so lächerlich machen. Da sterben in dem Land Leute. Da haben Eltern Angst, ihre Kinder ganz normal auf die Straße zu schicken. Ich war 12, 13 Jahre alt. Und Sie ich bin glücklich und dankbar und stolz, dass ich eine Jugend erlebt habe, nicht wie es die heutigen Jugendlichen erleben müssen, dass die Angst haben, dass die nicht mehr zu Hause kommen. Heute haben Eltern Angst um ihre Töchter. Heute haben Eltern Angst um ihre jungen Buben, die draußen auf der Straße sind, dass ihnen irgendwas passiert, dass sie mit Drogen in Verbindung sind, dass ihnen etwas angetan wird, dass sie bestohlen werden, dass sie zusammengeschlagen werden, dass sie vergewaltigt werden. Und alles, was Sie tun, ist mich zu wieder unterbrechen, sich lächerlich zu machen und am Ende zu behaupten, die Eltern wären schuld, dass es heute Unsicherheitsgefühl gibt und vergessen, dass die Verurteilungsrate von Ausländern von 4,8 auf 42,1% gestiegen ist und versuchen, eine Zahlenspielerei zu machen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie die ganze Sehr unfassbar. Schreien? Ja, es ist manchmal notwendig, emotional zu werden. Nein. Ich entschuldige mich bei meinem Publikum, dass ich es bin. Sehr gut. Aber wenn es um das Leben von Kindern geht, bin ich nicht so eiskalt wie Sie. Sie schützen kein einziges Leben damit, wenn Sie hier... Sie sind arrogant. Wenn Sie hier... Sie sitzen arrogant und reden über das Schicksal von kleinen Kindern, von kleinen Mädchen. Ich habe einen Respekt vor Zuhören. Arrogant. Ich habe einen Respekt vor Arrogant. Ich weiß, Sie glauben, wenn Sie einen cholerischen Anfall bekommen, dann retten Sie irgendwelche Mädchen. Das tun Sie nicht. Unfassbar. Ich muss Ihnen leider sagen, Herr Gross, wenn Sie hier... Sie haben heute ein wahres Gesicht gezeigt. Herr Gross, komm, lass ihn ausreden. Herr Gross, wenn Sie hier irgendwelche Statistiken vom Express veröffentlichen und dazu einen cholerischen Anfall bekommen, haben Sie keinem einzigen Mädchen geholfen. Ich sag's Ihnen nur. Ja? Also wenn es Ihnen wirklich um Gewaltschutz von Frauen geht, Herr Gross, darf ich jetzt ausreden? Können Sie. Schauen Sie, Sie schreien, Sie schimpfen, Sie beleidigen, Sie unterbrechen. Also bei Ihnen ist wirklich, und das merken die Leute, auf der Straße, die Leute sprechen mich an und sagen, was ist denn bloß los mit dem? Also Herr Gross, reden wir über die Sache, ich finde das wichtig. Sie haben bei jedem anderen Thema mit mir machen können, nur nicht bei dem. Sind's fertig? Also, Sie haben mir gerade Zahlen vorgelesen. Sie haben vorgelesen, dass eine sehr hohe Anzahl von Verurteilungen nicht eingerechnet sind, die gar nicht verurteilt werden. Was nicht heißt, dass dort der Prozentsatz niedriger wäre. Aber Ihre Statistik ist nicht zutreffend. Das möchte ich Ihnen damit sagen. Und das kann ich Ihnen ganz ruhig sagen. Brauchst du nicht anschreien deswegen. Also, der Anteil unter denen, die verurteilt werden, sind die Ausländer sehr hoch. Da haben Sie vollkommen recht. Finde ich das problematisch? Natürlich finde ich das problematisch, Herr Gross. Und wenn ich mir anschaue von der Grundgesamtheit, von den 100% derer, die Ausländer sind, haben wie viele einen kulturfremden Hintergrund? Darauf möchte ich hinaus, Herr Gross. Sagen Sie mal kulturfremd. Was ist eine Kultur, die uns nahe ist? Und was ist eine Kultur, die uns fremd ist? Sind Menschen, die Christen sind, die aus Syrien kommen, kulturnah oder kulturfremd? Sind Menschen, die aus dem Balkan kommen, aber Muslime sind, kulturnah oder kulturfremd? Weil das Teil des K&K-Reiches war. Also, verstehen Sie, mit diesen Plattitüden wie kulturfremd und so weiter, lösen Sie keine Probleme. Kein einzigen Mädchen wird geholfen, wenn man sich in ein Fernsehstudio setzt, irgendwelche schwindlichen Zahlen präsentiert und dann einen cholerischen Anfall bekommt. Das Einzige, was Sie damit erreichen, ist, dass auf TikTok irgendwelche Nazis Sie abfeiern. Gratulation. Wenn Ihnen das taugt, gratuliere ich Ihnen. Aber wenn Sie den Menschen wirklich helfen wollen, reden wir jetzt faktenbasiert. Reden wir jetzt drüber und appellieren wir an diejenigen, die in der Bundesregierung sitzen. ÖVP und Grüne sitzen jetzt in der Bundesregierung und haben noch ungefähr 6 Monate Zeit, etwas dafür zu tun, dass weniger Frauen in diesem Land misshandelt, vergewaltigt und umgebracht werden. Und ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass diese Bundesregierung und auch die Nachfolgebundesregierung und auch alle vor Ihnen endlich mehr machen müssen, um diesen Frauen zu helfen. Aber dann hören wir doch endlich auf, von kulturfremd zu reden, wenn es darum geht, einer Frau ins Gesicht zu hauen. Weil es ist vollkommen wurscht, ob die Faust von einem Arier kommt, mit 10 Generationen Arier-Nachweis, oder von jemandem, der aus Syrien nach Österreich gekommen ist. Es ist Blunzen. Und das ist das, was ich so heuchlerisch finde in Ihrer Argumentation. Und deswegen lehne ich Sie ab. Aber ich lehne Sie ab,
ohne einen cholerischen Anfall zu bekommen. Und das unterscheidet die Showpolitik von der echten... Herr Dr. Bornmänner, Sie werden verstehen, dass ich mit einem menschenverachtenden und zynischen Vollkoffer über das Menschenleben von jungen Mädchen keine Sekunde. Da ist die Tür. Nein, das Thema ist vorbei. Da ist die Tür. Gut, heute sind wir eh am Ende angelangt. Ihnen über das insofern, Thema zu sprechen, Sie haben sich heute entlarvt. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter. Und ja, die beiden Herren können sich jetzt ein bisschen abregen am Weg hinaus. Ich bin total ruhig.